Heute bei FastLab. Die Metamorphose eines Biedermanns. Denn der Mercedes A45 AMG folgt dem Trend vieler Teenie-Stars. Weg mit dem alten Image von Schwiegermutters Liebling. Her mit Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ja, dann jetzt fange ich einfach mal an, mit dem Auto ein bisschen dynamisch zu fahren. Meinen ersten Kontakt dazu. Jetzt mal ans Gas gehen hier. Den Motor mal ein bisschen höher drehen. Ja. Also oben raus geht der wirklich gut. Dann fängt er an, echt Leistung aufzubauen. So aus dem Eck weg würde ich mir im ersten Moment ein bisschen mehr wünschen. So bei 5,5 fängt er an, richtig Leistung aufzubauen. Aber darunter hätte ich jetzt von einem Turbomotor ein bisschen mehr Punch erwartet. Vor allem dann, wenn man sagt, der hat 360 PS. Mitverantwortlich für die Leistungsentfaltung der Twin-Scroll Turbolader. Hier werden die Abgase von jeweils zwei Zylindern zusammengefasst, um so die Turbine effektiv und mit möglichst wenig Gegendruck anzuströmen. Das Resultat? Eine spontane Gasannahme. Doch 450 Newtonmeter ab 2250 Umdrehungen müssen nicht nur produziert, sondern auch umgesetzt werden. Traktion ist natürlich sehr gut, gar keine Frage. Der bringt die Kraft hier wunderbar auf die Straße. Aber man hat in der Tendenz eher das Gefühl, mit einem Fronttriebler zu fahren. Ich prügel mal das Auto hier in die Ecke rein und will mal so ein Übersteuern provozieren. Und geh mal ans Gas. Naja, also ich krieg damit kein Powerslide hin. Also die Kraftverteilung ist in der Tendenz Frontantrieb mit einer Unterstützung auf der Hinterachse. Aber kein Auto, womit ich jetzt wirklich mit einem schönen Powerslide um die Ecken fahren kann. Das eingetreten, was wir ja schon so oft hatten, ne? dass diese subjektiven Objektive einfach völlig verschieden sind. Ich hätte jetzt gefühlt gesagt, der hat da keine 360 PS, viel zu langsam auf der Geraden, der geht nicht richtig. Aber die Rundenzeit sagt mir, da muss Qualm gewesen sein, weil ansonsten können wir nicht so schnell fahren. Und wenn ich jetzt Data Recording vergleiche, wir haben da ja auch ein nettes Vergleichsauto, dann sah der auf der Geraden gut aus. Also der hat schon die Leistung, aber ich finde, dass die Gänge halt recht lange übersetzt sind. Der sechste und siebte Gang, ja, der war sehr lange übersetzt. Wahrscheinlich will man Benzin sparen. Ja, man muss ja Normverbrauch und Flottenverbrauch und so weiter. Also da hätte ich mir vielleicht subjektiv hätte ich mehr empfunden, wenn man sagt, man würde vielleicht die Gänge,
die Drops, also die Drehzahlsprünge vielleicht ein bisschen kleiner setzen. Ja? Und das hat mir so, ja, das war so beim Schalten, dann war ein großer Sprung der Drehzahl drin. Und dann habe ich subjektiv auf diesem großen Flugplatz hier, ja, wo ja rechts und links keine Bäume stehen, sondern nur so die Grasnarben, habe ich das gar nicht mehr so als so wahnsinnig schnell empfunden. Metamorphose geglückt. Der A45 AMG löscht das Bild der biederen A-Klasse ein für allemal aus dem Gedächtnis. Luft nach oben lässt der schnelle Stern jedoch trotzdem. Denn für den Weg vom Halbstarken zum richtigen Mann braucht der Kompakte noch etwas Zeit.